FL24 Bund News Corona Spezial. Das bedeutet in der Tat, dass uns zur Stunde bekannt ist, dass die Landesregierung Brandenburg in ihrer neuen Verordnung den kleinen Grenzverkehr, der ja seit der Novemberverordnung per Ausnahme noch ermöglicht worden ist, nun beendet. Praktisch bedeutet das, im Unterschied vielleicht zu den Regelungen, die wir aus dem Frühjahr kannten, wo es viel Unruhe und Unsicherheit gab, dass die Ausnahmen von vornherein klar definiert sind. Das heißt, Berufspendlerinnen und Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Studierende, aber auch diejenigen, die ihre Verwandten besuchen wollen, dürfen weiter ungehindert und ohne Belastung die Grenze passieren. Unterbunden wird die Möglichkeit, in Polen einzukaufen, Dienstleistungen wahrzunehmen und eben aus oder tanken zu gehen. Diesen Grenztourismus wird es nicht mehr geben, und zwar nach aktueller Information ebenfalls bis zum 10. Januar. Was danach wird, werden wir sehen. Das hat sicherlich zu tun mit den sich weiterentwickelnden Fallzahlen und wohin diese Richtung geht. Darauf sind wir auch sehr gespannt, wie das passieren wird. Zur Stunde liegen uns dazu noch keine Informationen vor. FL24 Bund News Corona Spezial.